Hallo Kackbratzen. Wenn wir an die gute alte Zeit der 80er Jahre denken, kommen wir natürlich auch nicht drum rum, um über die besten Filme aller Zeiten zu sprechen. Dieses Jahrzehnt war ohnehin eines der besten überhaupt. Musik war damals noch Musik, Filme waren nicht ein 30. Aufguss eines Remakes und außerdem hatten wir die besten Frisuren und Kleidung, die es je gab. Aber das führt uns jetzt leider zu weit vom Thema weg. Wir sollten wohl an anderer Stelle mal über die 80er Jahre schwärmen. Anyways, 1984 wurde mit Dune ein atemberaubender Sci-Fi-Film veröffentlicht, der seinesgleichen suchte. Die Spezialeffekte waren grandios und die Musik ebenfalls einzigartig. Die Story des weit über 2 Stunden dauernden Films war allerdings etwas seltsam, was vermutlich daran lag, dass ein gewisser David Lynch seine Hände im Spiel hatte. Und Spiel ist auch ein sehr gutes Stichwort, denn wie das so üblich ist, gab es auch zu Dune eine Videospieladaption. I am the Duke Leto Atreides, your father. Heute sprechen wir also über Dune 2. Normalerweise würde ich mit dem ersten Spiel einer Reihe anfangen, allerdings hat Dune 2 nichts mit dem ersten Teil gemein, denn während der erste Teil mehr oder weniger ein Adventure war, ist der zweite Teil wohl eines der ersten Echtzeit-Strategiespiele, die wir auf dem PC hatten, also einige Jahre bevor es ein Command & Conquer gab. Warning, affirmative. Reinforcements have arrived. Construction complete. Und dies ist es eben, was Dune 2 so einzigartig macht. Es war das erste seiner Art und prägte somit das Genre nachhaltig. Bevor sich jetzt hier eine Kackbratze auf den billigen Plätzen sich meldet und sich beschwert. Ich weiß, dass ein Jahr vorher, also schon im Jahr 1991, ein Spiel mit dem Namen Megalomania veröffentlicht wurde und dass man eigentlich diesen Titel als Urgroßvater der Echtzeit-Strategiespiele ansehen müsste. Aber im Gegensatz zu Dune 2 gibt es 3 wesentliche Unterschiede. Erstens hatte Megalomania eine bessere Grafik und einen humorvollen Sound und insgesamt war das Spiel weitaus mehr zugänglicher als Dune 2 und zweitens änderten sich in Megalomania mit dem Fortschreiten auch das technische Niveau, was sich erheblich auch auf das Gameplay auswirkte, während in Dune 2 das Gameplay von Anfang bis Ende immer gleich war. Und drittens war die Spielkarte in Megalomania wesentlich kleiner. Darüber hinaus gab es in Dune 2 noch weitere Neuerungen, aber dazu kommen wir noch. Land of Sand. Home of the Spice. Melange. Dune 2 spielt in der Welt von Arrakis, allgemein bekannt als Dune. Es scheint, dass die Situation auf Arrakis geradezu kritisch ist. Der Planet ist die einzige Quelle des Spice, ein Element, das interstellare Reisen ermöglicht und das menschliche Leben verlängern kann. Nicht zu verwechseln mit Old Spice, das man sich in sein Gesicht oder unter seine Achseln schmiert. Wie dem auch sei. Spice ist jedenfalls extrem wichtig und natürlich ist jeder auf dem Planeten scharf nach dem Zeug. Der Spieler schlüpft nun in die Rolle eines Vertreters eines der Häuser von Dune und sorgt dafür, dass sein eigenes Haus so viel Spice wie möglich sammelt, während alle anderen so gut wie möglich leer ausgehen. Grundsätzlich gibt es auf dem Wüstenplaneten nur 2 einheimische Lebensformen, Fremen und Sandwürmer. Letztere stellen eine Bedrohung für den Durchschnittsmenschen dar und nutzen jede Gelegenheit, um ihnen das Lichtlein auszupusten. Im Grunde besteht das ultimative Ziel des Spiels darin, den Planeten zu erobern. Man sammelt also nicht nur Spice, sondern kümmert sich auch liebevoll um den Bau diverser Basen, baut neue oder repariert alte oder beschädigte Strukturen und erkundet jeden Winkel des Planeten, während man feindliche Truppen vernichtet und selbst immer darauf aufpasst, nicht von einem Sandwurm verschluckt zu werden. Der Bildschirm zeigt dabei immer nur einen Ausschnitt der Karte, der mehrere Bildschirme groß ist. Die Karte wird erst dann komplett angezeigt, wenn der Spieler mit seinem Fahrzeug oder einer Einheit auch das komplette Gebiet erkundet hat. Diese Erkundungen sind notwendig, um neue Spice-Felder zu finden. Allerdings ist das nicht immer ganz so einfach, denn mitunter blockieren felsige Gebiete den Weg für Fahrzeuge und in den sandigen Gebieten lauern wiederum die arschigen Würmer auf ihr zweites Frühstück. Dune 2, also das erste richtige Echtzeit-Strategiespiel aller Zeiten, wurde für Virgin Interactive von den Westwood Studios entwickelt und zu einer Zeit veröffentlicht, in der rundenbasierte Spiele den Markt beherrschten. Erinnert mich bitte daran, dass ich schon längst ein Video zu Battle Isle machen wollte, das wohl zu den besten rundenbasierten Strategiespielen gehört, die es je gab und ich damals unzählige Stunden damit verbracht hatte. Was eben Dune 2 von einem Battle Isle unterscheidet ist, dass man eben nicht den Luxus hat, mehrere Minuten darüber nachzudenken, wie man seine Truppen aufbaut und wie man sie am besten verwalten möchte. Echtzeitstrategie bedeutet, dass eine Entscheidung eine unmittelbare Auswirkung auf das Gameplay hat.
wozu man gezwungen wird, in einem Bruchteil einer Sekunde über seine Manöver nachzudenken, sollte man eine Mission überleben wollen. Das brachte einen komplett neuen Schwung in das Genre, da es endlich Strategie mit einer gehörigen Portion sofortiger Action verknüpfte. Die ganze Struktur des Genres wurde komplett neu überdacht. Plötzlich hatte man selbst die Kontrolle darüber, wie, wann, wo und welche Struktur man am besten zu einer bestimmten Zeit im Spiel bauen und platzieren möchte. In Dune 2 bedeutete das, dass man darüber sich den Kopf zerbrechen musste, ob man ein neues Spice-Silo baut oder doch lieber eine neue Kaserne. Ein durchdachter Plan für eine gute Offensive, ohne dass man die Defensive vergisst, war wichtiger als je zuvor. Und dann gab es da noch den neuen Ressourcen- und Technologiebaum. So ganz brandneu war der in Dune 2 nicht, da man ihn ein Jahr zuvor, also in das 1991 veröffentlichte Civilization einbaute, aber in einem Echtzeit-Strategiespiel konnte die Komponente erst ihre volle Pracht entfalten. Die nun vom Spieler errichteten Strukturen eröffneten nun den Zugang zu größeren, besseren und sogar komplett neuen Strukturen, was somit der Schlüssel zum Erfolg einer jeden Kampagne wurde. In Dune 2 gab es nun auch das erste Mal rassenspezifische Einheiten und Spezialfähigkeiten, etwas, was man dann im Jahr 1995 in einem Command & Conquer zum Quasi-Standard machte, was dann Jahre später in Blizzard's StarCraft perfektioniert wurde. Insgesamt gab es 3 verschiedene Häuser, aus denen man wählen konnte, und wer jetzt meint? Moment mal! Es gab doch nur 2 große Häuser in Dune. Der hat völlig recht. Im Spiel haben wir die klassischen Häuser Atreides und Harkonnen. Allerdings hat Westwood eigens für das Spiel mit House Ordos eine komplett neue Rasse geschaffen. Die Atreides verfügen über einen mächtigen Überschallpanzer, die Ordos sind die perfekten Saboteure, die Gebäude oder Fahrzeuge zerstören und die Harkonnen mischen den Kampf mit ihrem extrem tödlichen Devastator mächtig auf. Das Schöne an 3 verschiedenen Rassen ist, dass dies bedeutet, dass man das Spiel mindestens 3-mal durchspielen muss, um auch wirklich alles selbst mit seinen eigenen Augen gesehen zu haben. Dies erhöht sehr schön auch den Wiederspielwert, was damals nicht ganz so selbstverständlich war. Was es mit Dune 2 auch noch nicht gab, war ein Mehrspielermodus. Und was war damals nicht schöner, als die komplette Wohnung zu verkabeln, um ein komplettes Wochenende lang in einer LAN-Party zu versumpfen? In Dune 2 bestand der Mehrspielermodus darin, dass man seinen kleinen Bruder in die Küche schickte, damit er uns mit den nötigen Nahrungsmitteln versorgt, während man selbst ganz tief in einer Schlacht steckt. Die Computer-KI damals war jetzt auch nicht von schlechten Eltern und man musste wirklich teilweise sein Bestes geben, was schnelle Reflexe und Gehirnleistung betreffen. Etwas, was damals vielleicht von Fans von rundenbasierten Strategiespielen belächelt wurde, aber in Echtzeit-Strategiespielen konnte man es sich eben nicht erlauben, sich zwischen 2 Spielzügen einen Kakao zu machen und über das Leben zu sinnieren. Wie man sich vielleicht vorstellen kann, ist Dune 2 nicht ganz perfekt, denn nach einer Weile kann es etwas eintönig werden, da das Ziel für jedes Level nahezu identisch ist und die dafür erforderliche Technik nicht variiert. Es scheint auch das gewisse und undefinierbare etwas zu fehlen, das man so oft in anderen Spielen fühlt. Unter der eher langweiligen Fassade verbirgt sich aber tatsächlich ein sehr tiefgründiges Spiel, nur ändern sich die Herausforderungen im Laufe des Spiels nicht. Es ist mehr ein Wettlauf darum, wer die besten Gebäude baut und den Feind am schnellsten ins Jenseits pustet. Die Grafik ist jetzt mehr oder weniger Geschmackssache. Auch damals war sie nicht unbedingt allererster Kajüte, aber sie war dennoch ziemlich solide und funktional genug. Am schönsten ist wohl das Intro mit seinen begrenzten Animationen und den grafischen Darstellungen der Einheiten, Würmer und Rassen, auf die wir im Spiel treffen. Wer damals schon im Besitz einer High-End-Soundkarte war, durfte sich auch auf einen sehr gut abgemischten und ziemlich stimmungsvollen Soundtrack und natürlich auf klangvolle Soundeffekte freuen. Damals steckte alles noch mehr oder weniger in den Kinderschuhen, doch trotzdem war Dune 2 ein sehr kompetenter Versuch, ein komplett neues Genre zu erkunden. Es war definitiv der Grundstein für alle anderen Echtzeit-Strategiespiele und definitiv ein Spiel, das man als Genre-Fan unbedingt gespielt haben muss. Leider verhinderten Lizenzprobleme, dass es jemals einen echten Nachfolger gab. Es gab zwar für den PC im Jahr 1998 ein Spiel namens Dune 2000, das übrigens dann auch 1999 für die PS1 portiert wurde. Allerdings war es mehr oder weniger ein Remake des ersten Teils mit verbesserter Grafik und mehr Spielermodus. Aber zum Glück gab es dann mit der Command & Conquer-Serie weitere schöne Echtzeit-Strategiespiele aus dem Hause Westwood, mit einer vielleicht auch weitaus einfacher zu kapierenden Story. Es ist nur schade, dass man auch dieses Franchise in Grund und Boden richtete. Und dann sollte ich noch Dune Spice Wars erwähnen, das es seit 2022 für PC und Xbox gibt. Rückblickend hat Dune 2 definitiv seine Mängel, insbesondere die seltsame und komplett umständliche Befehlsoberfläche. Die Grafik ist jetzt kein Augenzauber und auch die KI ist nicht die hellste Kerze auf der Torte, aber auch trotz dieser Mängel funktioniert das Spiel auch heute noch sehr gut und gehört ohne Frage zu den besten Echtzeit-Strategiespielen aller Zeiten.
Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trulala.